Mein Name ist Hans Depp, ich bin der Gesamtleiter des Muli Moos seit 12 Jahren. Ich bin gelernter Bauer und Ingenieur-Agronom. Muli Moos ist 1932 gegründet worden als aargauische Arbeitskolonie. Wir haben einerseits Betreuen und Wohnen, ein Wohnhaus, wo wir die 95 Plätze anbieten. Wir haben einen grossen Biolandwirtschaftsbetrieb, wo wir Knospenproduktion machen. Mein Name ist Alois Koller. Der Biolandwirtschaftsbetrieb darf ich führen, Muli Moos. Die Fläche ist 82 Hektare. Der Anbau, den wir machen, ist vor allem Gemüsebau. 10 Hektare. Wir haben Saatherbau, 3,5 Hektare Getreide, Futterbau. Und was speziell ist bei uns, wir bereiten alle Hofdünger aufbereiten, wir bereiten keinen direkt raus, wir bereiten alle Mist kompostieren. Das ist die Besonderheit von Muli Moos, dass wir schon 23 Jahre hier machen. Darum sind die Böden so gesund. Also wir haben die Haupttierrassen, ist einmal die Mutterkühe, die, eben den Angus. Dann haben wir etwas Schottisch Hochlandrinder, das ist eine kleine Nebenschaufläche, die wir haben. Das sind 13 Tiere, dann haben wir noch Schafhaltung und dann haben wir 135 Mastzäune. Ich arbeite 33 Jahre im Muli Moos. Wir haben 1996 umgestellt auf Knospenbetrieb. Die Überzeugung war ganz klar, wir wollen die Nachhaltigkeit fördern und unsere Böden möglichst gesund erhalten oder gesund machen. Aber in Zukunft werde ich noch mehr müssen an dem arbeiten, die Artenvielfalt können erhalten. Wir machen jetzt mit der Bundbrache gute Hecken und dadurch können wir die Feldhase und die wichtigen Arten von Vögeln und Tieren also da können erhalten. Bevor wir die Bodenbearbeitung ein bisschen wissen, was wollen wir im Boden lieb tun. Und ich denke, man muss möglichst gute Hofdünger geben und die Bodenbearbeitung möglichst schonend machen, nicht zu teuer fachern, dass wir die Bodenstruktur können erhalten können. Die spezielle Herausforderung, die wir hier haben, ist sicher der Spagat zwischen Betreuung von diesen suchtkranken und psychisch kranken Menschen im Alltag, aber auch im Wohnbereich und auf der anderen Seite eine professionelle Produktion, Herstellen von Produkten und Dienstleistungen und Direktvermarktung, das unter einen Hut zu bringen. Der Kostendruck, den wir hier im Muli Moos haben, ist enorm. Und von dort her sind wir darauf angewiesen, dass wir eine hohe Eigenwirtschaftlichkeit erreichen können und die Betriebe auch nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen führen können. An meiner Arbeit gefällt mir besonders, dass wir sucht- und psychisch kranken Leuten einen Beschäftigungsplatz anbieten können. Wir können sie im Alltag begleiten. Wir können eine sinnvolle Arbeit ihnen zur Verfügung stellen und mit ihnen zusammen Produkte und Dienstleistungen erbringen, die wir dann auch direkt am Markt verkaufen können. Der Boden, das ist Kapital des Bauern. Das ist eigentlich etwas, das man praktisch nicht ersetzen kann. Und darum müssen wir den möglichst gut erhalten und gesund erhalten. Und dass wir gesunde Nahrungsmittel produzieren können.